Im Juli 2023 haben Sofia Vergara und Joe Manganiello die Scheidungspapiere eingereicht. Jetzt ist das Verfahren durch. Im Juli 2023 haben Sofia Vergara, 51, und Joe Manganiello, 47, bekannt gegeben, dass sie sich nach 7 Jahren Ehe scheiden lassen möchten. Jetzt neigt sich das Scheidungsverfahren offenbar dem Ende entgegen. Wie das People-Magazin unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, haben sich die beiden Schauspielstars 7 Monate nach Einreichung der Scheidungspapiere geeinigt. Laut Bericht soll der Scheidungsfall als unbestrittene Klage verhandelt werden, was bedeutet, dass beide Parteien erschienen sind und eine schriftliche Vereinbarung über ihr Eigentum und ihre Ehe getroffen haben. Das Dokument soll dem Gericht vorgelegt worden sein. Auf Unterhaltsansprüche haben beide verzichtet. Kein Rosenkrieg zwischen Sofia Vergara und Joe Manganiello. Ein Rosenkrieg hat sich bei Vergara und Manganiello nie angedeutet. Als Grund für die Trennung haben sie die in Hollywood nicht unüblichen unüberbrückbaren Differenzen angegeben. Vergara hatte im August 2023 auf die Durchsetzung eines Ehevertrages und eine Gütertrennung gepocht. Im Interview mit El País hatte die Modern Family-Darstellerin im Januar 2024 erzählt: Meine Ehe ging in die Brüche, weil mein Mann jünger war. Er wollte Kinder haben und ich wollte keine alte Mutter sein. Ich finde, es ist dem Baby gegenüber nicht fair. Ich respektiere jeden, der es tut, aber das ist nicht mein Ding. Beide haben wieder eine neue Liebe gefunden. Sofia Vergara und Joe Manganiello haben sich 2014 kennengelernt, über Vergaras Modern Family-Kollegen Jesse Tyler Ferguson. 47. Nach 6 Monaten Beziehung verlobte sich das Paar an Weihnachten 2014. Am 22. November heirateten sie. Inzwischen sollen beide bereits neue Partner haben. Im Dezember zeigte sich Manganiello mit Schauspielkollegin Caitlin O'Connor, 34, auf dem roten Teppich in New York. Vergara soll den orthopädischen Chirurgen Dr. Justin Salomon daten.